Ich wäre höchstwahrscheinlich ähnlich vorgegangen. Alles in mir hat sich dagegen gewehrt. Aber du hast es trotzdem getan, richtig? Sag mir bitte, dass du deine Jacke ausgezogen hast. Deine Hose, den Pullover, das Unterhemd. Ich habe alles an den Haken an der Wand gehängt. Meine Schuhe habe ich auf den Boden vor das Bett gestellt. Dann habe ich mich zu ihr gesetzt. Gut so. Ich saß ihr gegenüber. 1,5 Meter waren Platz zwischen uns beiden. Ich wollte ihr nicht zu nahe kommen, habe mich geschämt. Meine Hände und Arme versuchten, so viel wie möglich von mir zu verbergen. Ihre Blicke waren mir unangenehm. Etwas in mir wollte, dass sie aufhörte, mich anzustarren, und etwas anderes sehnte sich danach, dass sie weitermachte. Ich habe dafür gebetet, dass sie sitzen bleibt, dass sie nicht wieder aufsteht und geht. Ich verstehe dich, Gottlieb. Ich kann mir das alles sehr gut vorstellen. Muss wundervoll gewesen sein, dieser Moment. Sie hat begonnen, sich zu berühren, zwischen ihren Beinen. Ich habe gesehen, wie sie sich gestreichelt hat, ganz langsam. Ihr Blick immer auf mich gerichtet. Sie wollte, dass ich es sehe. Was denn? Wie ihr Finger in ihr verschwand. Sie hat es mir gezeigt, was sie von mir wollte, wie ich es machen sollte. Mir wird ganz warm, Gottlieb. Ihr Mund war offen. Sie hat gestöhnt, ganz leise nur. Ich konnte hören, wie sie atmet. Was noch, Gottlieb? Ich möchte mehr hören. Was hat sie mit ihren Fingern gemacht? Bitte sag es mir. Sie hat ihn wieder herausgezogen. Und dann? Hat sie ihn abgeleckt. Ganz langsam hat sie ihren Finger abgeleckt. Wow. Ja. Du machst das wirklich verdammt gut, mein Lieber. Ich habe sehr lange üben müssen, bis ich das so hinbekommen habe wie du jetzt. So wie es aussieht, bist du ein Naturtalent.